Was geht YouTube und herzlich willkommen zur nächsten Episode hier im Road to Commander. Wie versprochen ist heute KSG Action angesagt, Freunde. Ich habe jetzt hier eine Lobby gefunden, sieht ganz okay aus. Hier ist halt ein deutscher Triad im Gegnerteam, deswegen sind wir uns da schon mal wenigstens einig. Ja, KSG habe ich mir spätestens nach diesem einen richtig nicen KSG-Clip in der einen Folge, habe ich mir so gedacht, boah, KSG müssen wir halt wirklich öfter machen und deswegen dachte ich mir einfach, okay, komm. Dann ist heute natürlich jetzt nicht only, aber KSG-Tag ist heute quasi so ein bisschen angesagt, Freunde, auf ganz dezenter Basis. Ja, ich würde sagen, der Anfang läuft schon mal nicht schlecht. Aha, gut zu wissen. Auch gut zu wissen. Oh, oh, das sah jetzt belastend aus, Freunde. Ist der Typ rausgegangen? Ne, der ist natürlich noch drin, oder? Ja, Reigns Replay ist natürlich noch weg am Start hier für uns. Ja, ich habe mir die Aufsätze schnell ziehen, Magazinerweiterung und langer Lauf ausgesucht. Fragt nicht, wieso. Das ist der Typ da. Das ist der Replay. Aber ich kann jetzt gegen den nicht so viel machen. Wir laufen erstmal ganz dezent hier draußen. Ja, ich hoffe, dass euch das Road to Commander, ich sage es immer wieder gerne, so alle drei Folgen, weil es mir einfach wirklich wichtig ist, das zu sagen, dass es euch Spaß macht, dass es vielleicht zum Einschlafen euch reinzieht, dass es vielleicht in irgendeiner Form euch reinzieht, wenn es euch einfach gut anfühlt und dass ihr einfach einen schönen, ich bin tot, euch einen schönen Tag quasi damit macht. Das wäre mir sehr, sehr eine große Freude, Freunde. Und wehe, der Typ ist jetzt hier nicht mehr. Wo ist denn der Dude? Hä? Der war doch bis eben noch hier. Ja, Reigns Replay hat das 4:0 erschwitzt. Geil. KSG, Digga. You can't stand a chance, Bro. Da ist ja auch schon direkt der Dude. Ui, das war schon lecker, wie ich den einen angeschossen habe. Ich weiß noch, wo ich damals, es gab einen YouTube-Kanal, der hieß Scoops, was machst du da? Ich hatte jetzt erkackt. Es gab einen YouTube-Kanal, der hieß Asiali80. Vielleicht kennt ihr den noch. Dann seid ihr echte OGs. Und der hat damals immer, damals für damalige Verhältnisse, sage ich jetzt mal, Beast-Gameplays hochgeladen. Das ist jetzt zu heutigen Standards nicht mehr so ultra krass. Aber damals war das heftig. Und auf jeden Fall hat er damals einen Clip hochgeladen. Da war das Spiel gerade raus, wie er mit der KSG geholt wurde. Und es war so, dass... Das war so das erste Mal, dass man das so gecheckt hat, wie heftig weit man mit dieser Waffe schießen kann. Und das ist sozusagen auch das, was diese KSG für mich ausmacht. Dass man damit einfach so weit schießen kann, dass es halt lächerlich ist, wirklich. So, setz jetzt mal kurz in die Ecke, versuchen jetzt einen Orbi abzustauben. Es ist ja quasi keine Shotgun, es ist ja eine Sniper mit offener, ja, offener Visierung fast schon, Alter. So fühlt sich das zumindest an, aber ich würde sagen... Ist der Dude hier? Ist der unten? Ich kann es gerade gar nicht einschätzen. Nein, jetzt bin ich auf jeden Fall hinter denen. Na, Replay. Okay, da ist einer. Oder ist der unten? Ja, das wäre jetzt auch ein dummer Tod gewesen. Auf jeden Fall ist es ja wirklich eine geisteskranke Shotgun. Ihr seht es ja jetzt. Ich habe, glaube ich, noch nie ein Full-Live-Commentary mit dieser Waffe gemacht, weil dafür hat sie einfach nicht so gut zu meiner Spielweise gepasst. Sagen, jetzt gerade läuft es aber schon ganz stabil. Der Typ prefired, Alter. Ah ja, aha. Alles klar, Digga. Bruder muss los. Ist hier einer? Ich weiß es nicht. Kommt einer hier hoch? Der eine prefired immer noch, was das Zeug hält da unten. Das war es wirklich komplett. So, skrupellos ist angesagt. Ich würde sagen, die werden schon hart geschlachtet gerade mit der KSG, Alter. Aber wirklich lecker. Hätten wir zwei vom nächsten Orbi. Ich glaube, wir gehen durch den Keller. Ich frage mich, was der Typ sich gerade denkt, während ich hier mit der KSG komplett zerstöre. Und er so die Lobby spielt und sich so denkt, so viel Spaß macht es gar nicht. Vor allem, ich treffe ja gerade auch alles. Haha, er ist der Beste, Freunde. Wo ist denn der Typ? Aha. Ja, nuklear geht sogar noch, theoretisch. Orbi? Komm, wir laufen mal durch den Keller. Ich hätte kurz mit dem Orbi warten können. Kommt einer durch den Keller vielleicht? Ich kann es nicht... Ich kenne diese... Ja, der eine kommt, ja. Also diese Kellerwege kenne ich jetzt auch nicht mehr so gut. Die sind aber alle oben jetzt. Huhu. Nein, Freunde, aber was für ein nices Gameplay. Oh mein Gott, Reigns Replay kassiert ja vom anderen Stern, Alter.
Wirklich jetzt. Okay, das wäre zu heftig gewesen, Freunde. Alter, was eine nice erste Runde. Mir ist gerade aufgefallen, gegen Bots ist es schwieriger, die Schüsse zu treffen. Ich habe mich gegen Bots eingespielt, mache ich immer. Weil die Hitbox viel kleiner ist. Mit schlecht, also weil man ja hier online auf Connection angewiesen ist, ist die Hitbox natürlich größer, weil man sonst gar nichts, glaube ich, treffen würde mit der Waffe. Also so kam es mir zumindest gerade vor. Also das ist ja, also ich habe ja, also... Man soll sich nicht selber loben, Freunde. Okay, jetzt bin ich down. Er muss nur weiter... Oh Gott, er hätte nur eine Kugel gebraucht. Wir müssen mal kurz chillen. Nein! Ah, belastend. Wo ist ein Scoops jetzt? Ach, da hinten ist er schon am Kabel schnuppern. Sehr schön. Kann man sich auch mal gönnen. Ein Kill noch in dieser Runde. Es wäre natürlich eigentlich fair, wenn ich ihn machen würde. Und so ist es auch, Freunde. Ja, ich würde sagen, die Runde war ziemlich lecker. Ziemlich lecker. Vor allem mit meinem Shotgun-Abzeichen, Alter. Sehr gut. Zack. Aber das Einspielen hat sich auf jeden Fall gelohnt. Guck mal, wie krank die Lobby wäre ohne Reigns Replay. Ohne Spaß jetzt. Die Lobby wäre ja zu heftig, Mann. Aber 31-6 kann man sich, denke ich mal, schon schmecken lassen. So, okay. Das war jetzt leveltechnisch ganz schwach. Ihr habt es vielleicht gesehen. Das regt mich so auf. Der wird halt auch nicht rausgehen. Der wird den ganzen Tag drin bleiben in dieser Lobby, ne? Ist halt einfach schade. Ist halt sehr, sehr schade. Okay, 8 Leute wollen Hijacked spielen. Vielleicht mal eine Runde MP7 jetzt. Ich glaube, KSG war gerade schon ziemlich lecker. Ich glaube, da müssen wir jetzt eigentlich nichts nachlegen. Die perfekte KSG-Runde. Ja gut, Nuklear wäre natürlich noch perfekter. Aber ich meine, das war schon ziemlich nice, was wir da gerade abgeliefert haben. Meiner Meinung nach zumindest. Moin, Pro-Gamer. Ja, moin. Er grüßt euch wahrscheinlich. Ihr Pro-Gamer 4555211 grüßt euch. Hashtag ProGamer in den Chat, Kappa Klaus. Alter, das ist wirklich eine gute Wahlbeteiligung. 11 von 12 Leuten haben gewählt. Ja, besser als jemals, glaube ich, in Deutschland die Wahlbeteiligung war. Und das Traurige ist, je öfter man hier durchtauscht, Reigns Replay wird für den Rest unseres Lebens im Gegnerteam sein, Freunde. So weh es auch tut. So weh es auch tut, Freunde. Und das Ding ist, jetzt kann auch keiner sagen, ich beschwere mich nur, wenn die mich ownen oder so. Ihr habt es ja gesehen, ich habe ihn ja wirklich auseinandergenommen. Ich beschwere mich aber trotzdem, weil ich eine Mimose bin. Ja. So. MP7 Schalli Magazin Erweiterung. Erweiterung. Okay, let's go, let's get it, boys. Also KSG tat den Gegnern gerade wirklich weh. Also der Reim ist jetzt wirklich mal die Wahrheit gewesen. MP7, ihr kennt den Laufweg, es gibt nur einen Rudi Völler und zwar hier lang. Und auch nicht da lang, sondern so, weil jetzt könnt ihr schon sehen, wie einer entgegenkommt. Oh, ich liebe es wirklich, wenn es mal funktioniert. Ich muss ihn jetzt leider noch einmal holen, weil das ist nämlich ein Noob. Ich muss ihn jetzt noch einmal holen, damit ich jetzt safe weiterlaufen kann. Er muss jetzt kommen. Ich habe sogar mal wieder ein C4. Oh, hat ihn natürlich gar nicht interessiert. Ach, der ist aber doch nicht entgegengekommen. Jetzt laufen wir wieder durch den Keller, weil MP7 brauchen wir nichts anderes versuchen, außer durch den Keller zu rushen und zu hoffen. Jetzt kann man genau das gleiche so machen, nämlich hier lang zu laufen und hier zu pre-aim, weil der wird sowieso wieder kommen. Weil so ein Noob macht eh immer das gleiche. Das ist safe. Seht ihr? Okay, das war zwar ein anderer. Ja, jetzt ist er mal hinter mir. Zum ersten Mal hat er jetzt hier mal die gute Position gehabt. Oh ja, hat ihn nicht gejuckt. Wie er losgeschossen hat, ey. Ich wollte ihn so haben, aber es geht, glaube ich, nicht. Wir machen mal die Kellertaktik weiter. Schöne Grüße an Mois an der Stelle. Wobei, wisst ihr was? Erstmal nehmen wir den noch mit. Dann den. Oh, Alter, was spielt er für eine geile AN? Ehrenmann. Okay, Reigns Replay, Digga. Dass er das überlebt hat. Das ist schon heftig. Okay, jetzt hat er den Jumpshot kassiert. Jetzt sind wir da quitt. Ich muss kurz warten, bis ich runterspringe, sonst kriege ich Fallschaden. Das wäre sehr, sehr schade. Die Drohne ist etwas spannender, wie ihr seht.
Allein, dass ich die Runde gerade eben nur 8000 EP gemacht habe, zeigt wirklich, wie lange dieses RTC dauern wird. Ich freue mich schon auf die 40 Folgen, Leute. Auf die gediegenen 40. Oh mein Gott, Ehre genommen, Bruder. Könnte einer sein. Schwer zu sagen. Okay, die sind jetzt hier unten. Danke fürs Line-up. Jetzt kommen die eh von da. Okay, Orbi haben wir schon mal. Jetzt würde ich gerne die LP7 wieder nehmen. Oh, das ist natürlich hier lecker. Leckere Strategie. Der Typ lebt noch. Ja. Der ist oben. Ist natürlich auch ein Ehrenmann, der Typ. Der jagt mich hier. Skrupellos. Ja, ich müsste jetzt schnell die nächsten Streaks klären. Mein Gott. Mein Gott. Ich glaube, es gab keine andere Möglichkeit, das zu überleben, außer genau so zu laufen, genau das zu tun. Mein Gott, hat der kassiert. Okay. Oh mein Gott. Nein, oh Mann, Digga. Du kassierst doch so hart, warum gehst du nicht raus? Und wie viel hart willst du noch kassieren, Digga? Ja, Replay, komm. Mann, das hätte auch eine Nuklear werden können, ey. Ehre genommen, mal wieder. Diesmal dem anderen. Boah, hab ich dich zerstört, Alter. Elferquote und davor fast genauso. Alles klar, Mann. Lecker Schmecker. Ja, ich würde sagen, das waren schon zwei kranke Runden gerade. Kann man sich nicht drüber beschweren. 35,5. Ja, das Feuer brennt noch. Mann, Reigns Replay. So, jetzt können wir ja vielleicht mal, wenn wir Glück haben, ja, 9000 EP. Alter, guck mal, das ist so krank. Wenn ich Glück habe, mache ich jetzt ein Level. Ach, guck mal, was hast denn du so für Stats, Alter? Vier Nuklears, 16. Krass. Okay. Hauptsache Skinny Moreno hat mehr Punkte gemacht. Ah, sehr gut. Okay. Müssen wir mal schauen, ob wir jetzt hier irgendwie ein bisschen Variation. Ich meine, die MP7-Runde war schon ganz nice. Vector haben wir schon gespielt, PDW haben wir schon gespielt. Wann kriegen wir Chicom Level 37? Scoops, ist bei dir alles okay? Du gehst ins Bett, oder? Ja, glaube ich nämlich auch. Ah, Friedensstifter, Mann. Hätte ich natürlich gerne. Scorpion Evo auch, aber auch sehr spät erst. Hier kriegen wir als nächstes. Oh, das wird natürlich lecker. Die Scar. Ja, so viel kommt dann auch nicht mehr. Guck mal, Reigns Reaper und ich wären jetzt fast im selben Team gewesen. Aber auch nur fast, Freunde. Ich würde sagen, komm, wir machen mal ein Ründchen Waffenspiel noch. Habe ich gerade Lust drauf. Ich will mal wissen, auch EP-Vergleich, wie viel EP man in so einer Waffenspielrunde macht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Scoops jetzt ins Bett geht. Oh, wie süß er sich hier hinlegt, Freunde. Es ist wirklich der Wahnsinn. Du bist der süßeste kleine Fratz der Welt. Legt sich aber immer nah an meine Rollen vom Schreibtischstuhl. Gar nicht spielen, überhaupt nicht. Okay, Digga. Da sind Deutsche drin, da flüchte ich direkt, weil ich habe immer Angst, dass ein Modder kommt, der mich einfach zurücksetzen kann. Vor allem Waffenspiel, so eine deutsche Stacked Lobby, Alter. Oder spielt Anton Waffenspiel? Weiß man natürlich nicht, weil der streamt nämlich gerade, während ich das hier aufnehme. Ja, Scharfschütze vielleicht.
Scharfschütze ist auch ein schöner Modus. Also ich glaube, ich habe echt eine kranke wöchentliche KD. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das irgendwo nachgucken kann. Kann ich hier Karriere? Nee, da kann ich nicht. Also ich würde schon sagen, kann man jetzt auf wöchentlich stellen? Aber ich glaube, das ist sowieso Fake ist, was da steht. Ja, ich habe halt nur TDM gespielt, deswegen halt so wenig Punkte pro Minute. Aber die KD steht da nicht, wa? Ah, hier steht sie dann, ne? Ist das wöchentlich jetzt oder ist das eine 3-4-2er KD? Ja. Und das, obwohl ich diese eine Choke-Sniper-Folge und so dabei hatte. Wahrscheinlich bin ich jetzt eine gute Multi-Lobby, oder? Wie gesagt, Freunde, das Lobby-Suchen gehört genauso zu der Serie wie das Spielen. Deswegen werdet ihr auch immer sehen, dass ich am Anfang einer Folge schon in einer guten Lobby bin, weil da suche ich dann halt dementsprechend, damit ihr jetzt nicht am Anfang auch noch, dass ich da auch noch suchen muss. Sonst hätte ich jetzt einfach gesagt, scheiß drauf. Okay, Raid ist angesagt. Hoffentlich läuft die Runde noch nicht so lange. Scoops, du bist so ein süßer kleiner Fratz, ne? Das ist unglaublich. So. 20 zu 49. Ja, ein paar Tryhards im Gegnerteam. Aber ich glaube, die Tryhards haben auch noch mal Bock, gesniped zu werden hier. Habe ich zumindest mir sagen lassen. Gucken wir mal, ob da was dran ist. Vom besten deutschen Sniper. Diese Sniper-Dominanz hier wieder. Und. Gar nicht so unwahrscheinlich, da einzuholen. Okay, die können jetzt hinter mir spawnen. Also Leute, ihr wisst ja, dass ich Deutschlands solidester Sniper bin, jetzt nur vom Aim her. Da geht nicht viel drüber. Ich zeige euch das nochmal ganz kurz, wenn ihr wollt. Hier pre-aimt man und dann kommt auch einer und dann hat man logischerweise natürlich einen Lag und kann ihn deswegen nicht holen. Sonst hätte ich ihn natürlich getroffen. Da bin ich, da kenne ich nichts. Ja Leute, ich glaube, wir können jetzt einfach noch ein bisschen Spaß haben in der Folge, weil ich denke mal, Gameplay-technisch können wir uns diese Episode wirklich nicht beschweren. Da haben wir wirklich einfach nicen Shit erlebt. Okay, ich habe ihn und seinen Taktikeinstieg geholt. Ja, das war klar. Und Hauptsache, der andere kriegt einen DSR-Hitmarker. Ich glaube, die Chance auf einen DSR-Hitmarker ist nicht so groß. Geil, dass er hinterherläuft, jetzt ob ich mich nicht umdrehen kann. Okay. Die kommen jetzt eh wieder von da. Ja, sehr schön. Was? Ich habe so einen Relief mitgezuckt. Der Typ ist so ein Noob, Digga. Aber ich krieg ihn nicht. Der lebt immer noch. Ich muss da hinten aber drauf achten. Da kommt gleich wieder einer. Okay, das war's mit dieser Runde 6 zu 3. Wuhu! Ah, oh Mann, ey. Kriegt man da eigentlich noch eine Niederlage? Ich glaube ja ab BO4 oder BO3 schon kriegt man ja keine Niederlage mehr, wenn man so spät reinjoint. Aber hier kriegt man bestimmt noch eine, oder? Auf dezenter Basis. Ich habe im Übrigen meine PS3 jetzt auf so ein Ding draufgelegt, damit die nicht mehr so laut vibriert. Man, das haben einige von euch geschrieben. Oh mein Gott, Scoops, du bist der Süßeste. Er ist gerade eingeschlafen. Er liebt es, wenn ich rede. Oh Gott, du bist der süßeste kleine Fratz. Sehr unfassbar. Unfratzbar. Sorry, sowas finde ich lustig. Ja, wie spät haben wir es? Ach, na, okay, nee. Ja, Leute, ich glaube, da können wir uns diese Folge nicht beschweren. Lasst ein Like, da würde ich mich freuen. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder, wenn ich mal wieder am Start bin. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao.